Als im Drama Mai Zoe die Tochter von Isabel an Hirnblutungen stirbt, setzt diese alles daran, ihr geliebtes Kind zurückzuholen. Dabei setzt die verzweifelte Genetikerin auf die Wissenschaft. Ihre Haarfarbe, ihr Lächeln, selbst ihre Vorlieben und Abneigungen, das ist alles in unseren Zellen festgelegt. Trotz diesem herzzerreißenden Verlust einer Mutter empfindet die französisch-US-amerikanische Regisseurin Julie Delpy den Film nicht als Wermutstropfen, sondern als eine zukunftsgerichtete Reise. Dabei verzichtet sie komplett auf Musik. Warum wollten wir von ihr wissen? Ich finde die Geschichte nicht traurig, doch Musik hätte das Ganze bestimmt richtig wehmütig gemacht. Es soll sich aber mehr um ihren außergewöhnlichen Weg drehen. Das Ganze grenzt an einen Science-Fiction, der eines Tages sogar unsere Realität werden könnte. Was bereits Tatsache ist, Delpy versteht es einzig mit provozierenden Dialogen, Gefühle hervorzurufen und bietet mit Mai Zoe somit ein berührendes Szenario, das zum Nachdenken anregt. Was können wir tun? Gar nichts. Aber du warst es doch, die immer gesagt hat, wenn es keine Hoffnung mehr gibt, muss man weitermachen.